Jo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Tore Challenge, Folge 14, und wir beginnen mit den Resultaten der Folge 13, der letzten vom Wochenende. Ja, was hatte ich denn so? Ich hatte Eintracht Bayern 6 Tore, 4 Tore in Bremen, 10 dann, insgesamt 13 bei Man City gegen die Saints, leider nur ein 2:1. Was hatte der Jörg? Ja, der ist furios gestartet mit einem 8:0 in Leipzig. Dann gestern Abend noch die Partie, 4 Tore in Bochum, ein 3:1. Dann sind wir bei 12. Ja, Roma-Napoli auch nur ein 2:1 beim internationalen Tipp, aber es hat gereicht. Es waren 15 Treffer. Das heißt, wir haben 9 Zwischenstand. Und der Jörg ist sogar in Führung. Hat 4-mal in Folge hier gewonnen. Ja, war eine klasse Runde insgesamt, um das gemeinschaftliche Ergebnis mal zu sehen. Alle 6 over 2,5 Spiele. Ja, war eine nette Kombi. Ich hoffe, ein paar von euch haben sowas mal mitgenommen. Ja, wie hat die Community getippt? 44 Leute dabei gewesen, einiges los. Und wir haben eine klare Nummer 1 hier eingeblendet. Harry Hirsch mit 18 Buden. Und das waren die Partien, ich habe es hier vorliegen. Leipzig natürlich auch mit den 8 Hütten. Und dann Eintracht gegen FC Bayern. 6 Tore, dann sind wir halt jo, bei 14. Und dann kamen nochmal 4 drauf, auch in Bochum gestern Abend. Ja, hier auch nochmal zu sehen. Super gemacht. Jo, macht auch gerne jetzt alle wieder mit. Gesucht sind 2 Champions League Partien und eine Euroleague Partie. Regelwerk aber auch nochmal hier unten drinne und da unten jede Menge Kommentare frei. Kommentarfelder frei. Befüllt die alle ordentlich und ja, bin gespannt, was ihr so habt, und jetzt darf der Jörg beginnen. Ja, hallo zusammen, auch von mir, und willkommen zur nächsten Runde. Da ich jetzt die letzten 4 Runden in Folge gewonnen habe, liege ich jetzt nicht mehr 3-6 hinten, sondern mit 7-6 vorne. Mal sehen, ob ich meine Führung auch verteidigen kann. Ich habe das erste Spiel und habe mich für Liverpool gegen Genk entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil Genk einfach fürchterlich grottenschlecht ist in meinen Augen. Liverpool, ja, durch die Niederlage am ersten Spieltag noch nicht sicher in der Gruppe durch ist. Und Hinspiel über 4-1. Für Liverpool, also vor 2 Wochen, ich glaube einfach, dass Liverpool da die Intention hatte, in der ersten Halbzeit 3 oder 4 Buden zu machen. Ja, die werden irgendwann auf das Spiel gegen Man City am Wochenende gucken. Und ja, sie haben in der Liga, finde ich, auch in den letzten Spielen einfach mit der defensiven Grundausrichtung nicht klargekommen. Aber meines Erachtens kann Genk das einfach nicht umsetzen, was die Premier League-Mannschaften momentan schaffen. Bei denen ist ja auch komplett die Luft raus. Von daher denke ich, da sollten schon ein paar Buden drin sein. Fürchterlich viele glaube ich ihm jetzt auch nicht, weil Liverpool irgendwann abschalten, also ruhig machen wird. Aber ich fand das attraktiver als die anderen Spiele. Ja, okay, Liverpool wäre jetzt eh nicht so unbedingt meine Nummer 1 gewesen, deswegen kannst du haben, und ich hoffe mal, die schalten halt wirklich den Gang runter wegen diesem Wochenendspiel. Meine erste Wahl ist ganz klar PSG gegen Brügge. Da war halt das erste Aufeinandertreffen schon ein 0:5, also PSG sehr deutlich gewonnen. Ja, und die müssen jetzt echt mal wieder was zeigen. Die haben am Wochenende alles verballert, was sie da an Tormöglichkeiten hatten, und das war eine Menge. Ja, und dann haben sie 2:1 beim Tabellenletzten verloren. Peinlich, peinlich. Da stehen die Zeichen also auf Wiedergutmachung. Icardi, Mbappé, die wissen zu Hause, wo das Tor steht, und da geht's ab, da geht's los. Brügge auch immer mal wieder für ein Tor gut. Also ich denke, die werden da schon zeigen, dass das ein Mega-Ausrutscher war, und der Tuchel dürfte auch ein bisschen laut geworden sein. Gut, also volle Konzentration auf einen klaren Heimsieg. Meine zweite Partie ist dann Neapel gegen Salzburg, weil ich auch da denke, Salzburg muss nochmal alles reinwerfen, um das Weiterkommen in der Champions League halt irgendwie noch aufrecht zu erhalten. Ja, weil Heimspiel 2:3 gegen Neapel verloren. Ja, und letztendlich kann man Neapel auch schlagen. Also nach dem Sieg in Salzburg haben sie auch nicht gut gespielt, kein Spiel mehr gewonnen. Ja, und Salzburg, die haben schön grüne Stellen, die haben alles gewonnen danach. Gut, es ist halt in Österreich.
Aber ich denke, die werden von Anbeginn richtig gallig da drauf gehen, um vielleicht halt nochmal da richtig mit einzugreifen mit Liverpool und Neapel, um das Weiterkommen. Deswegen, also geht hoch und runter wie im Hinspiel und dann wird es am Ende, ja, ich wünsche es mir eigentlich für Salzburg, dass die Gruppe wieder so richtig spannend wird und dass sie da auswärts gewinnen. Also, ja, 4-5 Tore sind in dem Spiel auf jeden Fall drin. Hoffen wir es doch mal. Neapel muss auch was zeigen. Jetzt in Rom verloren und so weiter. Läuft gerade nicht rund. Ich denke, da werden Tore fallen. Wie gesagt, hoch und runter. Jo, dann bin ich mal gespannt, was der Jörg so hat. Ja. Das sind gute Spiele gewesen, der wenig genommen hat. Aber für mich ist jetzt noch meine Lieblingsmannschaft übrig, Atalanta Bergamo, und die spielt auch noch gegen Man City. Ja, ich weiß, Man City ist ja auswärts in der Champions League eher schwach, also was die Tore angeht. Und die Gruppe ist ja auch im Grunde auch schon entschieden. Aber Atalanta, ich glaube, die haben einfach nur eine Richtung nach vorne. Die müssen was machen, um überhaupt noch eine Chance auf den dritten Platz zu haben. Ich glaube, denen ist es auch egal, wie das Spiel ausgeht. Die werden Druck machen. Das ist einfach die Art und Weise, wie Atalanta spielt. Auch bei Man City wird es so sein, dass die sicherlich irgendwann einen Gang zurückschalten, weil eben das Spiel gegen Liverpool das Wichtige ist am Wochenende. Aber ich glaube trotzdem. Ich habe noch überlegt, ob ich das Barca-Spiel gegen Prag, aber bin mir nicht sicher, ob Barca da genauso den Gegner überrollen wird, wie sie es in der spanischen Liga tun. Die werden die Sache auch kontrollieren und dann glaube ich jetzt nicht Vollgas geben. Die Bayern waren noch bei mir dran. Ich glaube, dass es den Bayern gut tun wird, dass der Kovac nicht mehr da ist und Piraeus ist auch ein dankbarer Gegner. Aber ich habe mir gedacht, für Atalanta entschieden, weil da können, finde ich, beide Mannschaften Tore schießen. Ja, kommen wir jetzt zu der von mir heißgeliebten Euroleague. Ich tue mir damit immer sehr schwer, ganz einfach, weil ich nicht so viele Spiele gucken kann von den Mannschaften. Also nicht nur von den Mannschaften aus den großen Ligen, sondern eben auch von den anderen Mannschaften, wo ich die Spiele einfach, die sie am Wochenende machen, also in den Ligen spielen, nicht alle komplett verfolgen kann. Und das finde ich immer, auf, sagen wir mal, für meine Art zu wetten oder darüber nachzudenken, das ist immer schon ein großes Problem. Und auch bei den Mannschaften aus den großen Ligen, jetzt unabhängig von der Bundesliga, da fehlt einfach die Zeit, um die alle komplett zu gucken. Also, deshalb werde ich auf das zurückgreifen, was bisher in der Euroleague passiert ist in der Saison, und ich habe mich für Nikosia gegen Karabakh entschieden. Nikosia, das erste Heimspiel war total torreich, das Hinspiel war total torreich. Die anderen Spiele fand ich alle, die haben mich auch nicht angelacht. Also, Nikosia, Karabakh, aber das ist, ja, ich bin froh, wenn dann die Gruppenphase in der Euroleague mal vorbei ist, die Champions-League-Mannschaften runterkommen und dann mal sagen wir mal, auf interessanterem Niveau Fußball gespielt wird. Allen aber natürlich viel Spaß beim Wetten und beim Tippen und gucken wir mal, dass ich in Führung bleibe. Also, mach's gut, ciao! Okay, also Apoel gegen Karabakh. Ja, hatte ich ja bei den Sportwetten mit drin als über 2,5. War auch nett in der letzten Runde, weil schon zur Halbzeit lecker drin, über Zweierquote. Ja, pusht hier auf jeden Fall den Schnitt gut hoch in Sachen Quoten. Ja, aber ich habe dann auch gesehen, Nikosia und Karabakh, also die Partie habe ich mir auch angeschaut, haben beide zuletzt in ihren Ligen nur ein 0:0 geschafft. Deswegen habe ich mal ein bisschen Abstand genommen und gedacht, halt so, okay, das Späßchen machst du weder hier noch im Sportwetter, also in den offiziellen Wetten. Und ich habe mir rausgesucht die Partie Lazio-Rom gegen Celtic Glasgow, weil Lazio-Rom muss auch jetzt mal was tun, um das Weiterkommen irgendwie noch umzusetzen. Kann ja nicht sein, dass die da in der Gruppe irgendwie jetzt hinten dran sind. Und Celtic kann eigentlich schon eine Vorentscheidung schaffen, wenn sie da gewinnen bei Lazio. Also deswegen denke ich eigentlich Lazio von Anfang an offensiv drauf, und Celtic, ja, haben auch ganz gute Stürmer am Start, schießen auch auswärts gerne mal ordentlich Buden, haben 4-0 bei Aberdeen, glaube ich, gewonnen, jetzt im Pokal auch 5 Hütten gemacht. Ja, die können schon was hier, der vom PSG kam, der Eduardo, der kann da ganz gut rumzaubern. Also die wehren sich schon und ich glaube auch, da werden ordentlich Tore fallen. Gut, dann haben wir doch schon alle Partien beisammen. Wir haben die frühen Spiele am Donnerstagabend, das ist gut. Dann kommen wir ja hier vielleicht schon wieder
etwas früher zur nächsten Übertore-Challenge. Und ja, ich bin gespannt, wer es holt. Es ist ein offenes Rennen, glaube ich, diesmal wieder. Und ich hoffe, ich kann jetzt zumindest mal ausgleichen wieder auf 7-7. Also es kann ja nicht sein, dass der Jörg fünfmal in Folge hier was reißt. Gut, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so habt. Wir sehen uns dann heute im Laufe des Tages noch mit den Sportwetten für Champions League und Euroleague wieder. Und ja, jetzt erstmal bis später. Tschüss.